Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Dienstag, heute gibt es wieder ein neues Video. Ich bin's, die Maja von Steppe Hexi Mexi. Ich arbeite heute mit den zauberhaften Grüßen. Das habe ich mir vorgenommen heute. Dann arbeite ich heute mit der Farbe Magenta und mit den Stempelkissen Aventurin, Magenta, Abendblau und Schiefergrau. Und da werde ich euch heute mal eine ganz einfache, schnelle Karte zeigen, wie das geht. Und zwar, wir fangen dann mal an, und zwar die Grundkarte machen wir auf 14,5. 10,5 wie gehabt. Grundkarte fertig. Einmal nachziehen. Dann brauchen wir einen Aufleger in der Farbe Magenta. Das ist ein Träumchen, diese Farbe. Diesen Aufleger mache ich auf 10x14. 10x14. Und dann brauche ich noch einen Aufleger, und zwar 9,5. 9,5 mal 13,5. Und mit diesem arbeiten wir gleich weiter. So, ich habe mir hier aus diesem Stempelset einige Stempel rausgenommen, und zwar diesen, die Blüte, das Grünchen, also so ein Ornament, und was hatte ich noch, hier und dieses, genau, 1, 2, 3, 4, genau, diese vier Stempel, die nehmen wir jetzt erstmal und stempeln ein bisschen. So. Wir fangen an mit der kleinen Blüte in Magenta. Ich finde die Farbe so cool. Richtig klasse. Damit fangen wir jetzt erstmal an und stempeln kreuz und quer. Wir machen uns nämlich heute einen kleinen Hintergrund fertig. Auch ein bisschen drüber. Das sieht immer ganz gut aus. Das reicht schon. Dann nehmen wir uns die Farbe. Nee, mir fehlt doch hier noch eine. Ich hatte da noch Hummelgelb dabei. Die Blüte kommt in Hummelgelb. Ich finde diese neuen Incolor-Farben so genial. So schön. Oh, die passen auch so toll dazu, zueinander. Das ist ein Träumchen diesmal. Also die Farben sahen mir total zu. Jetzt nehmen wir uns die Farbe. Ach, wie heißt sie nochmal? Aventurin. Hört sich an wie so ein Fußballclub. Aventurin, oder? Würde sagen, ja. So, und den stempeln wir uns jetzt hier auch noch ein bisschen zwischen. Dann hat man so richtig einen schönen Hintergrund. Da braucht man nicht mehr viel machen. Ehrlich gesagt. So, jetzt mal auch hier ein bisschen am Rand. Das sieht gut aus. So. Und jetzt nehmen wir uns Abendblau. Muss ich mal die Blüte hier runter. Jetzt sehen wir uns Abendblau.
und stempel den auch noch. So ein bisschen dazwischen überall. Richtig schöne Knallerfarbe. Richtig schick. So, dann haben wir unseren Hintergrund fertig. Jetzt nehmen wir uns die... Achso, ihr wollt euch ja noch was zeigen. Also dieses Stempelset findet ihr... Zauberhafte Grüße findet ihr im Hauptkatalog auf der Seite 22. Dort ist es abgebildet, kostet übrigens 29 Euro, dieses Stempelset. Aber dafür habt ihr auch wunderschöne Sprüche bei. Weißt du was, du bist ein Zauberhaft, für immer und ewig. Kleiner Aufmunterer für dich. Einladung, du bist mein Lieblingsmensch. Hallöchen, von Herzen, dem Auge fern, dem Herzen nah. Großes Dankeschön, zusammen ist alles schöner und von mir für dich. Also ich finde auch, das ist so ein Must-Have-Stempelset, das sollte man haben. Da sind viele, viele Sprüche für alle, für viele Gelegenheiten drin. Also ich finde das ein sehr schönes Stempelset. Und dann arbeiten wir jetzt noch mit der Stanze hier. Und zwar heißt die Allerliebste Anhänger. Das ist diese hier. Und die kostet 28 Euro. Und mit der arbeiten wir jetzt. So, jetzt nehme ich mir hier mein Stempelchen. So, den Spruch stempel ich in Schiefergrau. Schief ist modern, ist nicht weit, dieses nicht gerade Stempel hier. So, gut, kleben wir jetzt auf. Man dann da rauf machen, aber vorher kommt noch ein Band rum. Ein Schleifchen würde, glaube ich, auch reichen. Ein Schleifchen. Sehr schön. So, jetzt kleben wir hier noch ein paar Dimensionals drauf. Kleben das mittig auf. Hier kommt dann noch. So, dann können wir hier noch ein paar Steinchen draufsetzen. Steine dürfen immer. Und dann kleben wir mal die Karte zusammen. Das mache ich hier mit dem Flüssigkleber. Und dann kleben wir die auch noch hier rauf. Und schon ist eure Karte fertig. Heute habe ich mal eine ganz schnelle Karte für euch mal gemacht. Aber wie gesagt, das Stempelset, das ist so schön. Damit kann man auch noch so einen kleinen Kratzbass, also bestempeln. Und dafür braucht man nicht viel. Ein bisschen Stempelfarbe, Stempelset, fertig. Ich finde es schnell gemacht.
Ich finde die Farben sehr schön, die neuen Incolor-Farben. Und das passt genau jetzt zum Sommer, die Karte. Die ist richtig schön. Deshalb, ich wünsche euch jetzt einen schönen, schönen Tag oder einen schönen Nachmittag noch. Eine schöne, schöne Woche. Bleibt gesund und weiter kreativ. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Marion.